Vielleicht möchten Sie gerne dazu etwas sagen oder anmerken. Oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten, ja bitte. Sie haben mit dem Roche angefangen, diesem Rinderkopf, und dann sind dann auf das A übergegangen. Gibt es das Aleph als Zwischenstufe oder wie ist es entstanden? Nein, Buchstaben waren praktisch Bilder und man hat dann praktisch so, haben die Phönizier haben dann gesagt, zum Beispiel das Wort Bet kennen wir heute alle noch, Alphabet, es verbirgt sich ja in Bethlehem, Haus des Brotes, oder Bethel, Haus Gottes. Man sagte, also wie man heute am Telefon buchstabiert, schreibt Ida, Nordpol, Zeppelin, so haben die Phönizier gesagt, nimm einfach von dem Wort Bet den Buchstaben und schreib das auf, was du sprichst. Und bei dem Wort Bet, Alphabet, ist es ja noch richtig schön, das kennen wir heute alle noch eben, weil es in Alphabet vorkommt, Bethlehem und Bethel. Sag ich da eine Meldung? Nein. Ich sehe da um die Ecke ein extra Finger, der ein bisschen kurbiert. Und was können Sie damit? Nach meiner Vision ist ein Teil von einer Cola-Dose. Ja, ja. Also genau, hier. Genau, dieses. Legen Sie es mal hin. Genau, genau. Das ist jetzt, wenn man jetzt, das ist jetzt aus einer Kupferplatine entstanden. Lassen Sie es mal liegen, dass man es sehen kann. Sie meinten, dieses schreibe ich jetzt. Ja, was kann man damit auch gotische Schrift? Genau, wenn ich jetzt. Ob man damit auch gotische Schrift schreiben kann. Genau, dann können wir zum Beispiel jetzt versuchen. Dieses Schreibgerät ist natürlich in erster Linie dafür gedacht, dass ich, wenn ich jetzt informeller schreiben will, dass ich dann einfach dieses Gerät benutze. Genau, solche Sprüche faszinieren. Sie können das genau. Alle lesen oder haben Sie ähnliche Schwierigkeiten wie mit wir lesen es jetzt von hier, ein Esel lese nie. Sie wissen, diese Palindrome, das bekannteste Anna Susanna, sowas reizt natürlich